Der BVB ist Spitzenreiter und das will er bleiben. Mit der Wahnsinnsaufholjagd beim 4:2-Erfolg am vergangenen Wochenende in Leverkusen hat Borussia Dortmund wieder die Tabellenführung übernommen. Die schwarz-gelben Jungs sind hungrig auf mehr. Und der Höhenflug soll natürlich weitergehen. Als Tabellenführer in das Feiertagsmagazin zu gehen oder so zu starten, macht natürlich besonders Spaß. Morgen geht es gegen den FC Augsburg. Ein Spiel, was sicherlich auch nicht einfach wird. Und einer aus unserem Team, der trifft auf alte Weggefährten. 0-9 Gegentore bei 4 Gastspielen in Dortmund. Das war Marvin Hitz zu viel. Die schwarz-gelbe Offensive muss der Schweizer nicht mehr fürchten. Denn jetzt trägt er selbst das BVB-Trikot. In der Vorbereitung ein Rückhalt einer neu formierten Mannschaft. Dabei immer sicher und ruhig. Jetzt treibt er Roman Bürki an, zwingt ihn zu Höchstleistungen. Die Breite des Kaders eine überragende Qualität in dieser Saison, auch auf der Torhüterposition. Ja, im Feiertagsmagazin folgt eine Premiere der anderen. Zuerst war Jakob Brun-Larsen hier, dann Axel Witzel, jetzt Marvin Hitz zum ersten Mal hier bei mir im Studio. Und er ist nicht allein gekommen, er hat Besuch noch mitgebracht. Die beiden Kinder sind heute mal mit dabei. Die wollen natürlich gerne bei Papa sein, ist doch ganz klar. Marvin, du warst einer unserer ersten Neuzugänge beim BVB in diesem Jahr. Ersetzt die schwarz-gelbe Stimmung hier im Tempel vielleicht so die Berge aus deiner Heimat? Ja, doch, weil im Stadion bin ich öfters wie in den Bergen. Es ist schon eine sehr spezielle Atmosphäre hier und das ersetzt die Berge doch ganz gut. Jetzt müssen wir gegen den FC Augsburg ran. Den Verein kennst du ja sehr gut. 5 Jahre hast du dort gespielt. Hast du schon mit den alten Kollegen gesprochen, telefoniert? Hoffentlich keine Geheimnisse verraten. Nee, also ich hatte bis zur letzten Woche immer noch Kontakt. Jetzt die Woche ist noch kein Kontakt zustande gekommen. Man sieht sich ja dann am Wochenende. Auch ein besonderes Spiel für dich, ne? Ja, klar, wenn man 5 Jahre in einem Verein gespielt hat, auch mit vielen 5 Jahre zusammengearbeitet hat, dann ist das schon sehr speziell. Jetzt bist du ja einer der wenigen Torleute, der nicht nur Tore verhindern kann, sondern auch noch einer, der Tore schießen kann. Du bist der dritte Torhüter, der aus dem normalen Spiel heraus ein Tor erzielt hat. Weißt du noch, gegen wen das war? Klar, ne? Ja, doch, wäre ein schlechtes Zeichen. Beschreib mal. Ja, es war ein komisches Gefühl. Man hat mich, glaube ich, selten jubeln gesehen bis jetzt in der Bundesliga, weil ich eigentlich den Torjubel eigentlich vermeide, weil ich da ja ein bisschen ruhig und cool bleibe. Und da bin ich dann doch ein bisschen komisch aus mir rausgekommen. Hast du, als du zum BVB gekommen bist, eine Torprämie ausgehandelt? Nee, das nicht. Obwohl, das wäre nicht schlecht, ne? Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja trotzdem sehr gering. Ich habe andere Prämien ausgehandelt. Ja, genau. Ihr habt in der Saison jetzt schon mehrfach Nervenstärke gezeigt, indem ihr euch zurückgekämpft habt. Wir schauen mal noch mal zurück, ein paar Spiele auf unsere Top-Joker. Aufholjagd mit Trumpf. Beim BVB stechen die Joker. Lucien Favre beweist ein goldenes Händchen. 8-mal wechselt er einen späteren Torschützen ein. Ebenso viele Vorlagengeber. In der Spitze marschiert Neuzugang Paco Alcácer mit 3 Joker-Toren voran. Am Ende ist es eine große Freude, spielen zu können und der Mannschaft mit einem Tor helfen zu können. Wir Stürmer leben nun mal davon, Tore zu schießen. Es ist eben schön, ein Tor zu erzielen und der Mannschaft damit zu helfen. Auf der Außenbahn befeuert Jadon Sancho als Joker mit 7 Assists das Spiel, alle 24 Minuten. In Leverkusen benötigt er nur 65 Sekunden, um Marco Reus zu bedienen. Ich bin stolz, dass ich eingewechselt wurde und Einfluss nehmen konnte. Ich muss weiter hart im Training arbeiten, jeder muss weiter hart arbeiten. Und dann kommen die Resultate jede Woche. Jetzt sind wir Erster, das ist ein guter Schritt für uns. Das macht Lust auf mehr. Bis 2022 hat Sancho seinen BVB-Vertrag verlängert. Mentalität und Kampf bis zum Schluss lautet das Spitzenreiterrezept
der Stunde. Mit ein bisschen Geduld und immer einem Ass im Ärmel. Ja, schöne Bilder. Paco Alcácer und Jadon Sancho, da hat doch jeder Torwart Angst vor, oder? Ja, wenn man nicht in der gleichen Mannschaft ist schon. Ne? Das sind schon außergewöhnlich gute Kicker, ne? Die sind vor dem Tor eiskalt. Ja, also Paco hat schon eine außergewöhnliche. Da brauchst du da. Ist ja noch nicht so lange hier, vielleicht kannst du es mal kurz noch nicht so lange hier, aber der hat schon eine Qualität, die man nicht so oft sieht. Auch aus einer sehr ruhigen Spielart. Trifft viele sehr gute Entscheidungen, gute Laufwege und hat wirklich einen der besten Abschlüsse, den ich bis jetzt gesehen habe. Ja, links wie rechts auch. Links wie rechts, ja. Jadon Sancho, hast du schon mal einen Spieler mit 18 Jahren gesehen, der so weit ist, der so gut ist? Ja, also er hat jetzt auch in der Zeit, wo ich hier bin, nochmal einen extremen Schritt gemacht. Das war schon, wo ich angekommen bin, ein sehr guter Spieler. Aber noch nicht so effektiv, meiner Meinung nach. Und jetzt hat er noch mal in den letzten Wochen einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Kann man in so kurzer Zeit so Schritte machen? Im Fußball geht es manchmal ganz schnell. Das ist vieles eine Kopfsache. Und wollte ich sagen, wahrscheinlich hat das auch mit Selbstbewusstsein genau, zu tun. Schau mal. Ja, die beiden wollten noch was sagen zum Thema. Paco, was wollt ihr dazu Sancho sagen? Beide gut. Was sagt der Trainer eigentlich zu den Jungs, bevor er sie einwechselt? Das weiß ich nicht, da bin ich nicht dabei. Das sind meistens Vier-Augen-Gespräche, da gibt er noch mal ein paar Tipps und die scheinen ganz gut anzukommen. Sehr schön. Ja, kommen wir jetzt zur Seitenwahl. Marvin, wir haben uns drei Entweder-Oder-Fragen ausgedacht. Du musst dich für eine Option entscheiden. Los geht's. Und das auch noch schnell? Schnell. Elfmeter halten oder ein Tor erzielen? Elfmeter halten. Ah, da kommt der Torwart durch. Schweizer Schokolade oder Käsefondue? Kommt drauf an, zu welcher Jahreszeit. Käsefondue eher im Winter. Winter. Ist schon ganz schön in der Pause. Rock oder Schlager? Schlager. Hörst du gern Schlager? Nee, beides nicht. Ja, Rock auch nicht? Was hörst du denn gern? Ich höre eigentlich alles, aber ich habe nichts Spezielles. Also, okay. Ich kann auch nicht singen. Ich bin nicht so musikalisch, leider. Ich frage nach Musik. Das hat natürlich einen Grund. Weißt du, warum? Ja, doch, da kommt mir was in den Sinn, was ich schon seit dem ersten Tag eigentlich hätte erledigen müssen. Genau, deine Einlaufmusik. Ja, da ich selber keine Idee habe und nicht so musikalisch bin, denke ich, dass wir die Fans entscheiden. Also, ihr habt das gehört, ihr könnt entscheiden, ihr könnt Vorschläge machen auf unseren Social-Media-Kanälen. Marvin, wenn ich richtig recherchiert habe, ist dein Vorbild ein Landsmann aus der Schweiz, Roger Federer. Warum er? Ja, weil er einfach ein Ausnahmesportler ist, der auch nach Rückschlägen dann trotzdem nochmal angegriffen hat. Ich denke, viele haben ihn vor einigen Jahren auch schon ein bisschen abgeschrieben. Und er hat nochmal eine schöne Antwort drauf gegeben, auch mit einem gewissen Alter. Das stimmt, ja. Und ja, weil er einfach ein guter Typ ist. Nach deinem Wechsel zum BVB brauchst du etwas Geduld hier bei Borussia Dortmund, um Spielzeit zu bekommen. In einem Interview hast du mal gesagt, Nelson Mandela schätzt du sehr, weil er nie aufgegeben hat. Ist das so deine Einstellung? Ja, doch, das habe ich auch lernen müssen. In meiner Karriere habe ich nicht viel geschenkt gekriegt. Ich musste immer viel erarbeiten. Ich war, glaube ich, vor 12 Jahren, habe ich heute einem Mitspieler gesagt, habe ich noch in der 5. Liga in der Schweiz gespielt und habe trotzdem nicht aufgegeben, auch wenn es natürlich mal Zeiten gab, wo es nicht so viel Spaß gemacht hat. Aber das ist schon so ein Motto und deshalb werde ich auch dranbleiben. Auf deinen Social-Media-Kanälen sieht man dich oft mit den beiden Söhnen, mit deiner Frau. Ist das so dein Ausgleich, die Familie? Ja, doch. Sie sind beide. Wie alt sind sie jetzt? 2,5 und 4,5 bald. Also sie sind sehr nah zusammen. Und da vergisst man viele Sachen, die man vergessen soll, wenn man Zeit mit der Familie verbringen kann. So, jetzt treten wir noch gegeneinander genau, an. Marvin, es gibt Dönnekes mit Fritz, unser Fritz Lünschermann.
erzählt uns Geschichten zu deinem alten Verein, zum FC Augsburg. Und wir müssen entscheiden, ob diese Geschichten wahr sind oder unwahr sind. Ja, die Augsburger sind nette Gastgeber. Sie schenken zu jedem Gastspiel dem anderen Verein eine Figur aus der Augsburger Puppenkiste. 3, 2, 1. Ich weiß es nicht, aber das kann ich mir bei Augsburg, bei diesem sympathischen Verein, sehr gut vorstellen. Hoffentlich. Fritz, bitte. Ja, so ist es. Ja. Jeder Club erhält eine Figur aus der Augsburger Puppenkiste. Ist da schon eine? Ja. Augsburg und Stefan Reuter, da war doch was. Der Stefan Reuter war auch mal Spieler bei Borussia Dortmund und kam 1992 als frisch gebackener Europameister zum BVB. Och, das muss ich doch wissen. Drei, zwei, eins. So schlecht. Der Schnellere gewinnt. Stefan Reuter kam 1992 zum BVB und war auch sehr erfolgreich bei uns. Aber er kam nicht als frisch gebackener Europameister, denn 1992 gewannen überraschend die Dänen diesen Titel. Der Punkt geht an mich. Ja, deshalb, ja klar, die schwarze Karte. Augsburg und der BVB. Da gibt es doch tatsächlich zwei Stürmer bei den Augsburgern, die auch schon das Trikot von Borussia Dortmund getragen haben. Da den ihrer Fernsehlode. Nein, Gott, ne. Zwei Stürmer. Da haben in der wir ganzen, in den letzten 100 Jahren, oder was? Wenn du die Fragen stellst, ist es immer viel einfacher, gell? Ja, oder? Lorin, warte schnell. Du musst Karte gehen. Warte. Man braucht vielleicht hier. 3, 2, 1. Auf jeden Fall unterschiedlich. Ich weiß nicht, wer. Ja, so ist es. Ja! Dong Wong-ji und Julian Schieber stehen im Aufgebot. Der ist doch klar. Ja, der hat ja noch kein Spiel gespielt. Mal wissen. Marvin. Mann, verloren. Ja, du möchtest natürlich sicherlich auch den Zwischenstand erfahren, Marvin. Ist, wie du siehst, führe ich inzwischen mit 14 zu 8, was mich sehr glücklich macht. Sehr schön. Also. Glückwunsch. Aber unsere Zuschauer können natürlich auch am Ende der Saison wieder etwas gewinnen. Und meine Gäste in diesem Jahr bringen jedes Mal etwas mit. Und auch diesmal etwas ganz Besonderes. Handschuhe von Marvin Hitz, wenn du vielleicht noch kurz unterschreiben könntest. Weiße Dolis Adem. Was ist das? Weiße Dolis Adem. Die könnt ihr auf unserer Internetseite ersteigern. Einfach unter Online-Shop gehen. Und da gibt es eine Rubrik Auktion. Und da könnt ihr mitbieten auf diese Handschuhe von Marvin Hitz. So, jetzt gibt es noch etwas ganz Besonderes für euch. Es gibt nämlich eine neue App von Opel, Kick Like BVB App. So könnt ihr diese runterladen im App Store. Gesundheit. Und das Besondere bei dieser App ist, ihr könnt gegen unsere Stars spielen. Schaut mal. Liebe BVB-Fans, schaut mal hier. Gemeinsam mit unserem Partner Opel haben wir eine ganz tolle App entwickelt. Gegen meine Ex-Kollegen und gegen mich könnt ihr im direkten Duell antreten. Ich zeige euch mal in der App, wie ihr am meisten Bälle in den Kompo reinschnippt. So Marvin, jetzt zeig du mir mal, ob du mich schlagen kannst. Da bin ich aber mal gespannt. Ja, gespannt. Ja. Zuschauer. Wow. Dass die App kostenlos ist, brauche ich sicherlich nicht zu erwähnen. Schau mal. Toller Service von Opel und schon ist man sein Handy los. So schnell geht das. Yeah. Wie man sieht, auch für die Kleinsten geeignet. Marvin, vielen Dank, dass du
dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu uns zu kommen. Jetzt müsst ihr in Anführungsstrichen nur noch gegen Augsburg gewinnen. Dann sind wir 14 Tage Spitzenreiter, was das sicherlich für alle Beteiligten sehr schön wäre. Ja. Drücke dir die Daumen, bleib gesund. Auch. Schön, dass ihr hier wart. Tschüss, ihr zwei, macht's gut. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Das war's hier vom Feiertagsmagazin. Mobby und Marvin.